Hey Leute, Bardo hier und willkommen zu einer weiteren Folge von Chimbot. Chimbot war die letzten Parts extrem unhöflich zu mir und deswegen... ich weiß nicht, ob ich mich mit Chimbot normal unterhalten kann. Ich glaube, ich brauche Hilfe. Stan? Tomatensaft! Ja, das ist nicht so hilfreich, das ist eher... Tomatensaft! Kannst du nicht... Tomatensaft! Oder... Tomatensaft! Okay, anscheinend muss ich mich alleine mit Chimbot unterhalten. Okay, let's do it, Timmy. So, die letzten Wochen so angestellt. Wir haben uns jetzt länger nicht mehr gehört. Vielleicht hast du dir was Krasses erlebt, vielleicht hast du dir was Krasses gesehen, vielleicht hast du mit jemandem Krassen geredet. Vieles habe ich nicht. Habe ich mir gedacht, denn kein YouTuber hat irgendwas mit dir angestellt. Wie war 2016 so bisher für dich? Ich wollte wissen, wie du Deutsch gelernt hast. Hey, wechsel das Thema und rede über was völlig anderes. Ich bin in Deutschland geboren und aufgewachsen. Sowas passiert dann automatisch. Weiß nicht, ob das so realistisch ist. Aber du bist doch Kaiserin von China, wie geht das? Oh. Okay, Jimmy, drei Sachen. Erstens, bin keine Frau, zweitens, bin keine Kaiserin. Und drittens, ich lebe nicht in China. Jimmy, ich lebe nicht in China. Ich habe dir nie gesagt, dass ich in China lebe. Ich habe immer gesagt, dass ich in Deutschland lebe. Das habe ich nie gesagt. Wie gesagt, ich bin nicht von diesem Planeten. Entweder redet Jimmy totale Scheiße, entweder schreibt er irgendwas Perverses, oder er beleidigt einen. Also von daher sind wir momentan noch im guten Spot. Warum hat Palutin nur ein Video mit dir gemacht? Wenn du so toll bist. Du hast niemals Englisch gesprochen. Das ist alles nur ein blöder Scherz, oder? Was da drüber, mein Satz, ist Englisch? Ich glaube, das Paluten das englische Wort ist? Ich bin heiß auf dich, ne? Auf mich oder auf Paluten? Ja, nur auf dich, dann werden dich die Aliens aufschneiden. Moment. Hä? Sind wir denn jetzt da gelandet? Im vorletzten Part hat Jimmy ja Dead Abend Texte gerappt. Weiß nicht, ob sie sich noch daran erinnert. Übrigens, ich habe super viele Parts schon mit Chimbot, Cleverbot und so weiter gemacht. Naja, ist Glück für dich, aber nicht für mich, weil ich dich liebe. Und das ist jetzt nur der Hinweis, so hier rechts ist jetzt irgendeine Playlist verlinkt und da habe ich wirklich, weiß nicht, 10, 12, 13.000 Videos, wo ich mit Chimbot, Cleverbot, Eevee, Boybot, Cleverbot, Chimbot, Boybot, Eevee... mit den ganzen Rede und wie findest du eigentlich den Cleverbot? Häng ein K dran und die Abkürzung erhält einen völlig anderen Sinn. Cleverbot ist keine Abkürzung, ich soll ein K dran hängen. Cleverbotk, Cleverbotk. Was soll Cleverbotke heißen? Ist das irgendein russisches Wort? Cleverbotke. Klingt so echt ein bisschen russisch, oder? Ich erhalte sowieso keinen anderen Sinn. Mein Sinn ist 42. Okay. Magst du Tomatensaft? Wenn du jetzt ja sagst, dann freut sich Stan richtig. Also... Und? Und? Ja, vor allem, wenn sie groß sind. wie findest du das Spiel? Who's Your Daddy? Das ist ein Spiel, was ich mit Stan und Markus ab und zu spiele. Was uns sehr großen Spaß macht. Mal sehen, wie es mir fallen da jetzt auf Anhieb mehrere Interpretationen ein. Linke politisch. Link. Fies. Linken Pass. Link als Link. Hä? Findest du es gut, dass ich immer Jimmy schreibe und Chimbot halt null darauf du eingeht? Du hast gefragt, wo ich wohne, aber ich sag es halt nicht. Hab ich nicht gesagt, Jimmy. Hab ich nicht gesagt. Wohnst du? Warum sollte ich dir das sagen, wenn du mir nicht sagst, wie du heißt? Wem hast du eine Freundin, wenn ja, sag bitte den Namen. Ich heiße nicht Tim. Ich heiße nicht Tim. Ich denke mir jetzt einfach mal irgendeinen Namen aus. Ich bin Tim. Ich habe eine Freundin. Nee. Bärbel. Bärbel ist Richterin Barbara. Ich mache gleich Schluss das heißt, und mag dich auch nicht mehr, Tim. Du, ich und Bärbel nicht darüber reden. Kann ich darüber reden, Jimmy, und das Ganze einfach wie Erwachsene klären? Bärbel ist bestimmt. Ja, ich werde bald 10 Jahre, bin immer noch schwanger. Was hast du angestellt in deiner Kindheit? Bin ich doch gar nicht, ich könnte aber schwanger sein, aber wenn nicht von dir. Da ich keinen Sex mit einem Affe hatte, ist es sehr wahrscheinlich, dass dein Kind nicht von mir ist, Jimmy. Das war nur so ein Vorschlag. Wem soll ich meine Daten anvertrauen, Google oder der NSA? Wenn er... Also Junge und Mädchen oder wie, erklär mal bitte. Ich habe keine Ahnung, was er jetzt von mir will. Ich weiß nicht, worauf er hinaus will. Das ist... Junge, jetzt du sie alle schon gebumst, du bist auch bald dran.
Okay, dieser Note beenden wir die Folge. Wenn ihr mehr von Shimmer sehen wollt, dann schreibt es mir mal in die Kommentare. Und wie gesagt, hier rechts ist jetzt irgendwo eine Playlist verlinkt. Und dann sage ich mir zum nächsten Mal, Leute, bis dahin. Tschüss.